Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Lydia, ich grüße dich. Deine Tochter fühlt sich nicht wohl im Arbeitsplatz. Hat auch Angst vor Kündigung. Wie geht es beruflich weiter? Das klären wir bei dieser Legung. Dieser Karussell hier auf diesem Bild symbolisiert das Leidenskarussell und da sollte man aussteigen. Und wie und in welche Richtung, das klären wir bei dieser Legung. Ihr Gegenwart zeigt hier diese Herrscherin. Ein Herrscherin herrscht, beherrscht die Situation, beherrscht die Gedanken, beherrscht die Gefühle und zeigt keine Angst. Und genau das wäre ihr Auftreten und sie darf auch nicht alles gefallen lassen. Was ist gut für sie? Was unterstützt sie? Das zeigt hier diese Haltung. Die Zahl 4 bedeutet Sicherheit, Stabilität, Struktur. Das hat sie auch. Aber diese Schwerten können angegriffen sein. Aber dieser Mann schaut nicht auf die Angriffe, sondern schaut nach innen. Und das ist eine Art meditative Haltung und genau das, was ihr hilft, weil so findet ihr Ruhe und in diesem Ruhe liegt auch die Kraft. Und was kann sie verändern? Das zeigt dieser Mann. Dieser Mann ist sehr mutig und schützt sich. Sie muss sich schützen und das mit Feuerelement. Mit Kraft, mit Mut. Und wo holt sie das Kraft? Bei dieser meditativen Haltung von innen heraus. Sie muss sich nicht für allem rechtfertigen, sondern wie eine Herrscherin auftreten, keine Angst zulassen und wenn Angriffe kommen, und das wird auch kommen, weil sie wird auch gemobbt, dann nicht davonlaufen, sondern wie ein Mann mit dieser männlichen Energie. Und diese männliche Energie herrscht über das Bewusstsein, über die Gedanken und weniger über die Gefühle. Also nicht emotional reagieren, sondern sachlich, aber kraftvoll. Was hilft ihr noch? Was bringt ihr Glück im Leben? Das zeigt Mond. Und Mond symbolisiert Mutter. Und das bist du. Du gibst ihr die Kraft. Du gibst ihr die Stärke und ihr Mütterlichkeit. Das ist ihr Zukunft. Daran liegt ihr Glück. Wo ist die Platz in ihrem Leben? Das zeigt diese Magier. Das kann die Spiritualität sein oder Energiearbeit. Aber diese Magier bedeutet noch etwas. All das, was sie vorstellt, auch beruflich vorstellt, genau das kann sie erreichen. Das ist Magie pur und sie hat diese Energie in sich. Nicht aufgeben, sondern daran glauben. Und es gibt Angriff. Und was kann sie tun? Ist jemand da, wo sie unterstützt? Ja, das zeigt dieser Herrscher. Das ist jemand im Arbeitsplatz. Das kann auch Vorgesetzte sein, weil ein Herrscher ist ganz oben. Also jemand wird sie unterstützen bei dieser Situation, bei dieser Herausforderung. Oder kann auch bedeuten, ihr Haltung. Nicht nur die Herrscherin, sondern auch der Herrscher hilft ihr im Arbeitsplatz.
Sie braucht beide Seiten, auch die weibliche, was die Gefühle symbolisiert, und auch die männliche Energie, was die Kraft symbolisiert und das bewussten Ebenen. Welche Chancen hat sie, etwas verbessern in diesem Arbeitsplatz oder etwas verändern beruflich? Das zeigt hier dieses Bild. Das Mädchen schaut nicht die Werte an, sondern etwas Kleines im Hand. Das ist Mangel, das ist Verlust, das ist Traurigkeit, das sind auch verletzte Gefühle. Sie sollte in andere Richtung schauen und im Hintergrund entdecken diesem heiligen Bild und sagen, in mein Leben ist alles geordnet. Im Arbeitsplatz bringe ich auch alles in Ordnung, weil dieses Bild symbolisiert Ordnung und auch das Geld und auch die beruflichen Situationen, aber auch die Werte, auch ihren Werten, ihre Talente, ihre Fähigkeiten, das anschauen und nicht davonlaufen. Aber was diese Karte zeigt, ist nicht so erfreulich. Es ist sehr schwierig, diese Situation zu klären, sich zu wehren. Und ich würde sagen, früher oder später wird hier Abschied nehmen, wie die Zahl 10 hier symbolisiert, ein Neuanfang. Eine neue Periode beginnt in ihrem Leben und sie wird solche Schritte machen und kann mit diesen Neuigkeiten schon freuen. Und vor allem, sie hat diese goldenen Taler in Hand und sie kann auch handeln. Das zeigt ihre Talente, ihre Fähigkeiten. Und auch das Selbstwertgefühl bedeutet auch die Finanzen. Die finanzielle Sicherheit und Stabilität hat sie in Hand. Diese goldenen Taler symbolisiert die Erde-Element und das ist die Realität und die Taten. Und wie geht es weiter? Hier dreht sich die Schicksal. Es werden schicksalhafte Entscheidungen sein, schicksalhafte Veränderungen. In ihr Schicksal ändert sich etwas. Und in welche Richtung? Das zeigen die Kelchen. Ihre Träume werden wahr. Dieses Bild symbolisiert die Träume. Nicht nur beruflich oder finanziell, sondern die Liebe, Familie. In dieser Richtung wird auch ihre Träume leben. Ich fasse das zusammen. Jemand greift sie an. Die Situation ist ernsthaft. Es ist eine schwierige Lage. Sie wird früher oder später sowieso von diesem Arbeitsplatz verabschieden. Aber im Gegenwart nicht davonlaufen, sondern sich zum Wehren oder mit Vorgesetzten sprechen, was sie alles so erlebt gerade. Die Ruhe, die meditative Haltung gibt ihr die innere Kraft. Und sie lernt jetzt, vielleicht ist das ein Lernprozess, sich zu behaupten, sich zu wehren wie eine Herrscherin. Und sie soll in dieser inneren Kraft, ihren Energie vertrauen. Sie ist spirituell veranlagt, die könnte energetisch auch arbeiten. Und die Richtung wird ihr Schicksal ändern. Sie geht in eine andere Richtung. Bei ihr wird Neuigkeiten da sein beruflich. Ich würde nicht als Kündigung bezeichnen, sondern dass sie freiwillig geht, wobei eine Kündigung ist nicht ganz auszuschließen, aber es ist momentan wichtig, wie sie damit umgeht. Sie kann das energetisch lenken, dass sie zu sich selbst steht, zu ihren Werten, dass sie sich behaupten kann, dass sie mit der Vorgesetzte spricht und im späteren Zeitpunkt wird was anderes auftauchen, etwas Neues kommen, nicht nur beruflich, es ändert sich privat auch einiges in ihr Leben und ihr Zukunft ist ein Traum und sie wird diesen Traum verwirklichen, sie wird diesen Traum leben.
Ich befrage jetzt mein Pendel. Schafft sie das, sich zu behaupten beruflich? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, sie schafft es alles. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, das wird schlimm ausgehen. Wenn die Pendel stehen bleibt, dann lasst ihr das alles stehen, weil momentan ist schwierig, Entscheidungen zu treffen. Es ist alles ungewiss. Sie schafft es, beruflich erfolgreich zu sein. Vielleicht nicht in diesem Arbeitsplatz, weil hier ist schwierig, sich zu behaupten. Aber kommt eine neue Richtung. Und das hat sie in Hand. Das sind ihre Talente, ihre Fähigkeiten. Und da kommen auch die Münzen, also die Wohlstand. Liebe Lydia, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche euch viel Erfolg und alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.